Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, die im Stream. Vor den Sommermonaten ist ein Antrag zu diesem Thema ja bereits gute Tradition und es ist ja auch nicht mehr weit. Doch die Lösungsvorschläge sind mindestens seit 2011 immer gleichlautend. Es sind überwiegend Vorschläge, an denen die Fachbehörden und Straßenexperten bereits arbeiten. Die Entstehung von Staus hat viele unterschiedliche Gründe. Einleuchtend ist zunächst, dass es oftmals Baustellen sind, die zum Stau führen. In der Verkehrswissenschaft wird das Sättigungsproblem als häufigste Ursache für Staus angesehen. Auf einem Kilometer Straße ist nur ein begrenzter Raum vorhanden, der von den Autos genutzt werden kann. Das Sättigungsproblem liegt vor, wenn die Nachfrage nach dem Verkehrsraum größer ist als das Raumangebot. Klar und ja, 50% aller Staus entstehen so durch Überlastung des Straßennetzes. Und wenn wir auf der A40 den Sicherheitsabstand einhalten würden, dann hätten wir auch noch ein viel größeres Problem. Es gibt verschiedene Instrumente, die vorgeschlagen werden, außer Sicherheitsabstand geringer zu machen, aber fachlich entweder nicht sinnvoll oder politisch nicht durchsetzbar sind. Und vor allem nicht durchsetzbar sind, wenn die Landesregierungen der letzten Jahre, Jahrzehnte Personalabbau bei Straßen NRW betrieben haben. Die CDU will die Ausbau- und Neubaupolitik der letzten Jahrzehnte fortführen, obwohl dieses Konzept mit unendlich viel Geld gar nicht mehr funktioniert. Und der Stau nimmt dann auch nicht ab, sondern nach einer Gewöhnungsphase erwiesenermaßen zu. Und außerdem bringt ein Umbau eines Flaschenhalses, wenn man schon mal an Baumaßnahmen geht, eines Flaschenhalses wie ein Autobahnkreuzes mehr als zum Beispiel einfach nur mehr Straßen. Sie schlagen in Ihrem Antrag allerdings vor allem kurzfristige Maßnahmen vor, die vor einigen Jahren bereits unter anderem beim Mobilitätskongress vorgestellt worden sind. Da sind ganz nette Ideen dabei, zum Beispiel die Seitenstreifennutzung ist umstritten, führt auch zu Unsicherheiten, aber ist generell machbar. Das Baustellenmanagement, klar wäre es gut, wenn wir erst mit einer anderen Baustelle anfangen würden, wenn die eine fertig ist, ja. Und Nacht- und Samstagsbaustellen, ja. Wunderbar, Nachtbaustellen, vor allem wenn es Lärmsturz, Sicherheit und Budget mitmachen und wenn es auch nicht zulasten der Facharbeiter geht. Übrigens, Punkt 7 würde ich bei Ihren Forderungen eigentlich an die Bundesregierung stellen. Aber wir können vielleicht insgesamt etwas optimieren, doch die schlechte Nachricht ist, es wird weiterhin Staus geben. Selbst mit der besten Steuerung kommen wir da nicht weiter, wenn der gesamte Kurs falsch ist, auf dem wir uns befinden. Kapazitätsprobleme mit den Staus, die eben nicht durch Aus- und Neubau gelöst werden können oder mit Umbau, bleiben allein mit Kurzfristmaßnahmen daher bestehen. Ein langfristiger Ansatz fehlt da. Und auch Airlines überbuchen ihre Flugrouten regelmäßig und so macht es auch jetzt hier die Landesregierung. Sie überbuchen unsere Straßen. Aber so wie eine schlechte Airline, das funktioniert nämlich am Ende nicht. Pendler und Urlauber teilen sich somit die Straßen mit dem zunehmenden Güterlastverkehr. Und natürlich entstehen dann Staus und die Baustellen sind ja nicht nur Verursacher von Staus, sondern auch Folge dieser ganzjährigen Überlastung. Natürlich müssen die dann irgendwann saniert werden. Die Ferienzeit ist allerdings dafür, die Sommermonate sind dafür ehrlicherweise ein vernünftiger Zeitpunkt dafür. Auch die Straßen braucht man Urlaub. Und in der Zwischenzeit sollten wir über bessere Lösungen nachdenken. Aus Sicht der Piraten kann der öffentliche Personenverkehr für mehr Menschen eine Alternative zum Stau werden. Der öffentliche Personenverkehr muss ganzjährig so attraktiv werden, dass mehr Pendler die Möglichkeit sehen, das Auto stehen zu lassen. Dazu brauchen wir ein substanziell verbessertes Angebot durch Innovationen und Investitionen in den Bereich. Mit solchen ganzheitlichen Maßnahmen bekommen wir die Stauschäden, die enorme Wirtschaftsschäden natürlich auch bedeuten, besser in den Griff als mit Mitteln, die seit Jahren keine substanzielle Verbesserung mehr bringen. Das gilt vor allem im Alltag, also jeden Tag und nicht nur an den Urlaubstagen. Und naja, leider bringen Sie den Antrag ja nicht in den Ausschuss, aber wir können im Ausschuss trotzdem gerne überprüfen, ob noch das ein oder andere Detail kurzfristig verbessert werden kann. Es bleiben jedoch Details. Wir müssen bei der ganzen Sache endlich langfristig denken. Schauen Sie da auch mal unserem Antrag aus dem Dezemberplenum an. Aber dazu haben wir auch noch eine Anhörung.
Das ist dann auch im Ausschuss behandelt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.